Wie aus den Medien bekannt, fehlen in Deutschland viele Pflegekräfte. Und aus dieser Situation haben sich Pflegeunternehmen, Schulen, Agentur für Arbeit zusammengeschlossen zu einem Pflegenetzwerk Region Uelzen, um für die Pflege zu werben und auf Ausbildungsmessen und Börsen hier junge Bewerber zu rekrutieren. Dieses hat leider nicht so gefruchtet, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir haben uns zusammengesetzt und nach weiteren Möglichkeiten gesucht und haben dann über einen Studienkontakt die Möglichkeit erörtert, junge Menschen für die Pflege in Uelzen zu begeistern, aus Bosnien und aus Serbien. Ja, die Ausbildung gliedert sich klassisch in einen Theorieteil und in einen Praxisteil. Der Theorieteil wird bei uns in der Deutschen Angestelltenakademie abgewickelt. Die Praxisinhalte finden dann in den Betrieben sowohl ambulant als auch stationär statt. Für das Ausbildungsprojekt konnten wir auf ein Förderprogramm der N-Bank zurückgreifen. Das Förderprogramm Ausbildungsverbünde war sehr hilfreich bei der Umsetzung der Unterstützung der Auszubildenden, um hier bei uns anzukommen, bei der Wohnungssuche, bei der Organisation und Abwicklung des ganzen Ausbildungsvereins. Und wir sind froh, dass wir diese Unterstützung so mit nutzen konnten. Willkommen beim Paritätischen in Uelzen. Wir sind einer von 32 Kreisverbänden in ganz Niedersachsen. Der Paritätische Uelzen zeichnet sich dadurch aus, dass er seinen Schwerpunkt in der Betreuung von Seniorinnen und Senioren hat und dafür verschiedenste Angebotsstrukturen vorhält und andere Projekte hier im Landkreis auch noch betreibt. Was also sehr erfreulich ist, dass es in Uelzen trotz der Konkurrenz der Verbände und auch natürlich der gewerblichen Anbieter hier untereinander gelungen ist, einen Ausbildungsverbund zu gründen, dass wir also uns gemeinsam zusammengeschlossen haben, dass wir da die Grenzen oder die Schranken überwinden konnten und gesagt haben, das ist für uns ein gemeinsames Projekt, was wir auch gemeinsam betreiben wollen. Und so ist es dann eben auch gelungen, tatsächlich dann dieses Projekt ins Leben zu rufen mit Unterstützung von ESF-Mitteln und der Unterstützung durch die N-Bank und dieses Projekt dann hier auch zu starten. Das Projekt war für uns sehr erfolgreich, weil von den begonnenen Personen sind nur ganz wenige ausgestiegen. Sie sind gut in unseren Unternehmen angekommen, sie zeigen auch gute schulische Leistungen, also haben eine gute Perspektive. Und das war für uns dann auch Anlass, eine zweite Runde aufzulegen. Und da sind wir jetzt gerade in der Vorbereitung, sodass wir dann im Frühjahr 2018 wieder Menschen vom Balkan hier im Rahmen dieses Projektes begrüßen können.